Guten Morgen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zur Tagesenergie für den Donnerstag. Und da schauen wir natürlich direkt rein. Wie immer gilt, alles kann, nichts muss mit dir resonieren. Was haben wir denn hier? Das Haus, das Seelenhaus, bei dir ankommen. Stern, Klarheit, Wahrheit. Inspiration, neue Impulse, die reinkommen. Und dann haben wir hier noch die Maske auf dem Labyrinth. Haben wir auch schon lange nicht mehr gehabt. Hier ist eine Energie präsent, entweder bei dir oder bei einer anderen Person, wo man im Verborgenen hält, dass man doch noch nicht alles weiß, was man zu wissen scheint. Wir gucken mal, wohin das Ganze hier führt. Liebes Universum, was kriegen wir denn hier zum Haus? Da bist du als Münzkönigin. Du bist in deiner Stabilität, du bist in deiner Sicherheit. Du bist in deiner Komfortzone und kümmerst dich gut um dich. Ja, und du bist ja auch voll im Einklang. In Einklang mit deinen Stärken und Schwächen. Ja, Seelenhaus, Basis. Das heißt, mit den Nachrichten, die jetzt hier potenziell auch in dein Haus reinflattern, die Neuigkeiten, könnte sich natürlich auch bei dir extrem viel ändern. Deswegen, ich bin gespannt, ob das hier deine Energie ist oder die Energie einer anderen Person. Was haben wir hier? Ja, die Basis. Also da braucht man gar nicht viel zu sagen. Das Ding ist natürlich, du bist jetzt auch aufgerufen, mit den neuen Informationen dich natürlich zu erweitern. Und die Vier der Münzen ist ja auch so ein bisschen Angst vor der Veränderung. Grundsätzlich zeigt es aber wirklich die Stabilität an, die Sicherheit an. Also das, was du hier als Münzkönigin auch schon mit dir bringst. Ja, du bist sehr hingebungsvoll, du bist so ein Self-Made-Mensch. Ja, du kannst unglaublich gut Dinge organisieren. Du bist sehr vernünftig. Ne? Aber wie gesagt, das, was jetzt hier energetisch reinkommt, diese Informationen, die können auch bei dir dafür sorgen, dass du dich hinterfragst jetzt in der kommenden Zeit, kann ich hier erweitern oder nicht, ne? Wir schauen mal. Was kriegen wir denn hier zum Stern? Das Ass der Münzen. Einen soliden Neuanfang. Das Glück, die Zufriedenheit, materielle Fülle, spirituelle Fülle, neue Ideen, ja, die Saat für die Zukunft. Vielleicht geht es hier auch um etwas Berufliches, ja, mit den Münzen. Es geht weiter mit den Münzen. Wir haben die 7 der Münzen, ja, die Geduld, die Langfristigkeit, die Verantwortung, aber auch manchmal Zeichen aus der Vergangenheit, die reinkommen. 7 der Münzen ist ein Zeichen für dich, weiterzumachen. Ja, es ist ein langsamer Reifeprozess, es ist Verantwortung. Diese Karte sagt auch, dein Einsatz wird belohnt, aber irgendwie scheint dir hier das Ass der Münzen überreicht zu werden. Ich weiß jetzt nicht, ob es im Beruflichen ist oder im Zwischenmenschlichen. Auf jeden Fall kommen hier neue Impulse, die wichtig sind für deine Stabilität, für dein Wachstum. Was fällt denn hier auf dem Kopf? Die 6 der Kelche. Ja, auch hier liegt ein Neuanfang drin. Eine Erneuerung drin. Eine vielversprechende Zukunft wird hier angezeigt. Das zeigt aber auch, dass du nicht in der Vergangenheit feststeckst, dass du die Vergangenheit loslässt, dass du hier vielleicht auch noch so ein bisschen ein Bedauern in einer Angelegenheit verarbeitest. Auch das ist möglich. Ja, vielleicht ist das nämlich auch die Energie, die dich hier ein bisschen strugglen lässt. Sollst du dich jetzt erweitern oder sollst du dich nicht erweitern? Ja, wir gucken mal auf das Labyrinth und die Maske. Ja, guck mal. Ass der Stäbe auf dem Kopf, das ist natürlich so geistige Unruhe, ne? Sehr unkonzentrierte Energie, vielleicht auch die vereitelten Pläne in der Vergangenheit. Ja, deswegen liegt hier vielleicht auch das Bedauern drin. Und das ist nochmal so der Flashback in die Vergangenheit. Diese, wie sagt man, diese Zeichen aus der Vergangenheit, die können in Form von Träumen hochkommen, dass da vielleicht noch eine Angst in dir ist. Es kann aber auch sein, dass sich jemand aus der Vergangenheit meldet und du deswegen nochmal in eine Thematik reingezogen wirst
Und warum passiert das ausgerechnet dann, wenn du in deiner Stabilität bist? Ganz einfach, weil du dann in deiner Stabilität bist, um die Dinge geordneter angehen zu können. Was auch immer das hier aus der Vergangenheit noch ist, was gelöst werden will. Ja? Als du vielleicht vor ein paar Wochen oder Monaten noch total im Chaos warst, da hättest du das gar nicht regeln können, was auch immer geregelt werden soll. Ja, du hättest unbedarfte Entscheidungen getroffen. Du hättest vielleicht auch zu vage Entscheidungen getroffen, hättest dich nicht festgelegt. Jetzt sollst du dich hier aber tatsächlich festlegen. Und das Labyrinth ist ja immer so ein Hinweis, man kennt schon alle Antworten, wird aber im Labyrinth eines Besseren belehrt. Das heißt, dieser Irrweg führt dich natürlich auch nochmal in die Irre. Und wenn dann die Maske drauf liegt, die sagt, ja, ich verstecke etwas, ich bin unehrlich zu mir selbst und das passt auch gerade unglaublich gut in den Skorpion-Vollmond in die Energie rein, kann das natürlich auch nochmal für Bauchschmerzen sorgen. Also auch die aktuelle Zeit ist jetzt sehr, sehr wichtig, sich selbst nicht zu belügen, ja, und sich bewusst zu werden, okay, hier braucht der Geist ein bisschen Ruhe. Ja, und auch dafür ist der Irrweg da, um einfach mal ein bisschen abzuschalten, um neue Informationen auch reinzubekommen. Vor allen Dingen, wenn es darum geht, dich zu entscheiden, wie geht es jetzt tatsächlich weiter? Hier heißt es nämlich auch, bringe deine eigene Identität ein. Ja, das Ding ist, du bist hier in einer Basis angekommen. Ja, schön und gut. Die Basis möchte ja aber erweitert werden. Also so oder so will dein Geist sich erweitern, dein Umfeld sich erweitern, du selbst willst dich erweitern. Das ist ja auch das Ziel der Münzkönigin. Ja, sie möchte wachsen und gedeihen. Und die Vier der Stäbe sagt es letztendlich auch. Ne? Klarheit schaffen, sich seine eigene Identität einbringen, ist ja auch hier die Frühlingsenergie. Hier ist aber auch der Meilenstein, die Geselligkeit gekennzeichnet. Aber auch die Stabilität in deinem Haus. Nochmal als Erinnerung, ja. Auch hier ist eine Basis, allerdings mit Angst vor der Veränderung. Hier heißt es nochmal, in deinem Geist ist auch eine Basis vorhanden, ja. Eine Stabilität vorhanden. Und auch die Freude ist in dir vorhanden, die du durchaus nutzen solltest, um hier eventuelle blockierte Kreativität oder generell blockiertes Vorankommen und auch, ja, wo dein Geist ein bisschen Ruhe braucht, dich selbst zu nähren mit deiner eigenen Freude, weil die ist natürlich auch wichtig, um langfristig vorwärts zu kommen. Vielleicht ist einfach das Emotionale, das Defizit, was dich gerade daran hindert, hier in die Auskeimung zu gehen, sagen wir es mal so. Ja, weil einen Samen nur in die Erde zu stecken, bringt nicht viel, sondern er braucht natürlich auch Wasser. Du bist ja hier sehr erdlastig und sehr feurig unterwegs. Und leerst hier auch noch so ein bisschen die alten Fässchen, ja, deine alten Kelche. Und brauchst natürlich auch dementsprechend neue emotionale Tiefe. Der Eremit, ja, Selbstfindung, ne? Also hier möchte wirklich eine Grenze in dir erweitert werden, natürlich auch im Außen erweitert werden. Der Eremit ist auch immer eben Wahrheit, Klarheit finden. Es geht um das Alleinsein, es geht darum, sich Zeit vom geschäftlichen Alltag zu nehmen, um letztendlich auch, ja, die Zeit zu haben, um fixe Ansichten loszulassen, ja, Dinge nicht mehr im Verborgenen zu halten, eine neue innere Weisheit auch zu erlangen. Auch das ist wichtig. Ja, Innenschau betreiben, innere Erleuchtung finden. Die Gerechtigkeit fällt hier noch drauf, auf dem Kopf. Das ist ja wirklich auch gerade auch gepaart mit dem Mond. Ja, der Scheideweg. Gepaart mit dem Mond so das Thema, hey, ja, Scheinrealität schaffen. Der Mond ist halt Schattenthematik, der Mond ist, sind die eigenen Ängste. Der Mond ist eben die Frage nach Illusion und Vision, ja. Und gerade weil hier noch die Voreingenommenheit herrscht. Das heißt, du bist mit diesem Samen bist noch nicht hundertprozentig konform. Egal, was es ist, ob zwischenmenschlich oder beruflicher Natur, du bist da noch nicht so weit, um das jetzt wirklich in die Fruchtbarkeit zu bringen. Das heißt, hier ist auch wieder eine kleine Lektion drin. Man muss es einfach so sagen, wie es ist, ja. Hier ist Intoleranz angezeigt, hier ist auch die Unehrlichkeit angezeigt. Das heißt, du bist auch nicht ehrlich zu dir selbst und gestehst dir das ein. Und das ist eben das, was hier noch so ein bisschen
deine emotionale Tiefe auch verblendet. Ja, auch emotional bist du nicht ehrlich zu dir und das ist halt letztendlich auch das, was die Fülle, ja, die emotionale Fülle blockiert. Was eben auch dann im Außen zu Diskussionen führen kann, aber auch genauso im Inneren zu Diskussionen führen kann. Ja, zwei der Schwerter ist ja auch die Realitätsverleugnung. Ja, wie gesagt, nicht ehrlich zu dir selbst. Und da heißt es generell auch mit hier Klarheit schaffen, ne, dich selber finden, sei wirklich ehrlich zu dir. Wirst du diese neue Chance in deinem Leben jetzt annehmen und dich dementsprechend auch den neuen Herausforderungen stellen oder lässt du es komplett sein? Es gibt nur Ja oder Nein zu dieser Angelegenheit. Es gibt kein Dazwischen. Ja, ja, vielleicht auch nicht. Und ach, ich weiß nicht. Ja, sondern wirklich ein ganz klares Ja oder ein ganz klares Nein. Was auch immer das sein soll. Und das machen wir hier nochmal. Ich hätte gerne noch zwei Karten bitte zu dieser Thematik. Was ist denn hier die Chance? Was ist denn hier die Chance? Da fällt einmal der Herrscher raus. Erstmal natürlich das Persönliche, Erwachsenwerden, wieder in neue Kraft kommen. Kann aber auch für ein Gegenüber stehen, entweder beruflicher Natur. Ja, die Chance ist hier ein Wandel mit den zwei der Münzen. Entweder, dass hier jemand Neues in dein Leben reinkommt, ja, mit dem Herrscher. Oder eben auch das Berufliche, beruflich sich etwas Neues entwickelt. Allerdings heißt es hier auch mit den zwei der Münzen, schenke den wichtigen Dingen in deinem Leben mehr Aufmerksamkeit, gleiche damit aus und vor allen Dingen auch entscheide dich. Weil die zwei der Münzen sagen auch, hier steht eine Wahl bevor. Ja, jongliere nicht, sondern übernehme wirklich auch Verantwortung. Wie gesagt, das Endresultat ist nachher wirklich ein klares Ja oder ein klares Nein. Darauf läuft es hinaus. Egal, ob das hier eine zwischenmenschliche Chance ist oder eine berufliche Chance, du musst dich ehrlich aus tiefstem Inneren dafür oder dagegen entscheiden. That's it. In dem Sinne schließe ich jetzt hier die Tagesenergie, sage Dankeschön fürs Zuschauen, fürs Liken, Kommentieren und auch fürs kostenlose Abonnieren, wenn du mehr von mir sehen möchtest. Und wir sehen uns ja spätestens heute Abend wieder zur Tagesenergie für den Freitag.